10 Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du ein gutes Webinar halten möchtest. Hallo, mein Name ist Hannes Laber. Ich hoffe, ich schließe mich auf den Inhalt. Ich bin der führende Experte in Kommunikation und mein Stundenlohn liegt normalerweise bei 350 Euro. Ich fülle große Hallen und zu meinen Kunden zählen renommierte Firmen aus der Wirtschaft. Zum Beispiel die XIX GmbH, die ICH AG und der Schweinezuchtverband Castrop-Rauxel. Herr H. aus B. schreibt zum Beispiel: Ich bin von Ihren Vorträgen total geflasht. Endlich habe ich den Sinn des Lebens erkannt. Gleich heute habe ich mich zu Ihrem Jahrescoaching angemeldet, um noch mehr Input zu bekommen. Und Herr B. aus H. schreibt: Endlich mal ein Mann aus der Praxis für die Praxis. Sugar in the morning. So, kommen wir nun zu Folie 397. Dort geht es um Wachstumsgrundlagen und Effizienzbausteine zur Aktivierung von Wissen und Humanpotenzial. 1.1 Ausgangsdiagnose Wachstum, Werte, Erzeugung. 1.2 Diagnose Unternehmenserfolg aus Sicht der relevanten Interessentengruppen. Langweilig. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und obwohl ja heute das Fußball-Länderspiel ist und auch so tolles Wetter ist, schön, dass Sie hier sind und mir Gesellschaft leisten. Fangen wir einfach mal an. Oh, da kommt ja noch jemand. Schön, dass Sie dabei sind. Und wie ist Ihr Name? Frau Schmieritz. Okay. Die haben noch nichts verpasst. Wir fangen gleich an. Und zwar das Thema lautet... Oh, da kommt ja noch jemand. Hallo, schönen guten Tag, Herr Inkognito. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie haben gut hergefunden. Wir werden offiziell jetzt starten. Was steht dort? Sie haben keinen Ton? Okay, wie ist das bei den anderen? Vielleicht mal melden, wer keinen Ton hat. Vielleicht... Können Sie auch Ihren Lautsprecher oder Ihr Kopfhörer lauter stellen? Hallo? Hört mich jemand? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Kundengewinnung im Internet. Hierzu habe ich einige passende Folien und auch Fallbeispiele parat. Das Internet ist ja für viele noch Neuland. Und auf Portalen wie Facebook und Crossing tummeln sich noch viele Ihrer potenziellen Kunden. Denen haben Sie gerade noch gefehlt. Um mit Ihnen in Kontakt zu treten, empfiehlt es sich, viele Event-Einladungen zu senden und regelmäßig Werbebotschaften zu posten. Kontakte schaden schließlich nur dem, der sie nicht hat. Ja, hallo erstmal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie es wussten. Oh, das hat sich etwas gezogen heute. Ich bin erst bei der Hälfte meines Vortrages und die Stunde ist schon um. Ich hoffe, es ist okay für Sie, wenn wir ein wenig überziehen. Die ersten 10, die in den nächsten 5 Minuten hier klicken auf dieser Website, bekommen mein Coaching mit einem Rabatt von 50% und gratis dazu mein E-Book 100 Seiten stark mit den wertvollsten Tipps, die ihr über euch überhaupt denken könnt. Also jetzt hier klicken und ihr seid dabei mit einem Rabatt von 50%. Ist das ein Angebot